Kara! Where is she? She's... Daddy! Layla! Vanguard City. Die Story ist so blödsinnig, wie das Charakterdesign austauschbar ist. Inversion handelt von einer mysteriösen Macht, die die Schwerkraft außer Gefecht setzt, die Welt unterjocht und, das Schlimmste, die Tochter des Hauptdarstellers entführt. Und das ist ein Polizist und der rächt sich jetzt. So. Im Alleingang. Mit seinem Kumpel. Ist ein Koop-Spiel. Und es hat keine Schwerkraft oder stellenweise Schwerkraftanomalien und das ist eigentlich das große Ding an dem Spiel. Der Rest wirkt bislang noch ziemlich austauschbar, aber solche Ideen sind doch ganz witzig. Erinnert ein bisschen an Dead Space, oder? Mhm. Und ja, man sollte es im Koop spielen. Ich glaube, da macht es am meisten Spaß. Die Jungs von Saber Interactive, die sitzen in St. Petersburg, die haben da jede Menge Havoc-Physik eingebaut. Also, gerade wenn da eine Schwerkraft zur Seite kippt, da gibt es jede Menge Schrott, der durch die Gegend fliegt. Das ist ganz cool. Und es gibt auch jede Menge Sachen, die man kaputt schießen kann. Und es spielt sich gut. Ich habe es schon gespielt, es fasst sich gut an. Es ist ein klassischer Deckungsshooter. Kann man eigentlich die, diese Schwerkraft auch selbst beeinflussen oder ist das alles vom Spiel gesteuert? Naja, es gibt so ein paar Mechaniken. Man kann da Sachen mit aufheben, man kann so eine Anomalie erzeugen wie in einer Art Granate, aber auch in die andere Richtung. So Dinge auf den Boden drücken oder eben Benzin greifen, das schwerelos schwebt. Aber du kannst nicht in einem Raum die Schwerkraft verändern. Oder zumindest haben sie uns das noch nicht gezeigt. Okay. Da gibt es halt feste, geskriptete Momente, wo sowas passiert. Aber es ist schon ein Shooter mit sehr, sehr vielen witzigen Ideen. Das muss man ihm lassen. Und die Levels sind nicht so schlauchförmig. Da hat man oft mehrere Möglichkeiten, eine Situation anzugehen. Das gefällt mir bis jetzt ganz gut. Die stirnnackigen Hauptdarsteller, naja, die nicht so. Das ist aber schon ziemlich cool eigentlich. Da wird einem schon beim Zuschauen schwindelig. Ich find's echt cool. Hier sehen wir auch nochmal diese seltsamen Gegner, die wirken so ein bisschen wie aus Bulletstorm. Auch diese Energiepeitsche, ist ja auch eigentlich geklaut, wenn man mal streng ist. Ich weiß nicht, ob die Idee schon eher hatten, das Spiel ist schon eine ganze Zeit in Entwicklung. Aber so, ganz witziges Ding, die Story wirkt bis jetzt noch ein bisschen blöd, ich weiß auch nicht, die Entwickler wollen noch nichts dazu sagen, wer die Gegner eigentlich sind. Sind das Aliens, sind das Menschen, Mutanten? Und wo spielt das hier? Es scheint unterirdisch zu sein. Aber mein Gott, solange es Spaß macht und ordentlich kracht, da bin ich dabei. Und sie haben ja noch viel Zeit, das Ding fertigzustellen. Es kommt erst im Februar nächsten Jahres raus. Und ja, schaut gut aus, finde ich. Was genau tut er da? Wenn diese Gravitationswolke, die man rumwirft, rot ist, heißt es geht nach unten und damit kann man dann eben Dinge zum Einsturz bringen oder eben auch Physikrätsel lösen, aha, wo man dann eben irgendwie eine Wippe oder einen Hebel bewegt damit. Ja, dann hoffe ich mal schwer, dass sie beim Stichwort Physikrätsel auch wirklich Gas geben und das Ganze nicht nur eine wilde Ballerei ist, sondern auch so ein bisschen Hirnschmalz gefordert wird. Ja, ich glaube ja nicht, aber so ein Stück weit haben sie schon ein paar nette Sachen angedeutet in der Demo, die ich spielen konnte. Also wo man dann eben Dinge bewegt, umschmeißen lässt. Im Endeffekt ist alles in einer Explosion geendet jeweils, aber das ist auch nicht schlecht. Also von den Schauplätzen her finde ich es schon recht interessant eigentlich. Viele Trümmer, viel kaputt. Ja, und diese Gravitationsspielereien, die man hier sieht, wird es auch im Mehrspielermodus geben. Da kann man also drauf gespannt sein, ob die sich vielleicht sogar eine Map ausdenken. Das wäre das Beste überhaupt. Ein Würfel, wo in der Innenseite auf jeder Fläche jemand langlaufen kann oder sowas. Das ist bestimmt ziemlich witzig. Das ist jetzt wieder vom Spiel geskriptet. Genau. Diese Szenen, wo die Gravitation komplett shiftet. Aber ja, nicht weniger cool. Ziemlich cool sogar. Oh ja, und das Granatenwerfen durch eine Schwerkraftanomalie, dann fliegt dann eben die Granate in der Flugbahn zur Seite plötzlich. I don't like these things.